So, hier bin ich wieder und wir sind jetzt schon im Sinkflug und Moskau-Domodedowo ist unser Ziel. Das war ja ziemlich knapp zu erreichen. Also ich habe jetzt noch ein paar Kilo Treibstoff im Tank. Aber für den Sinkflug werde ich halt, brauche ich ja dann nicht viel. Da kann ich ja die Triebwerksleistung sehr, sehr weit zurückregeln. Und ja, war ein spannender Flug. Also ich hatte mir als Ziel statt tatsächlich Kasan, hatte ich mir Moskau dann ausgesucht, weil das zu schaffen war und das liegt dann dichter auch an meiner geplanten Strecke und dann Moskau, Hannover kann ich dann an einem Stück auch wieder fliegen, so dass ich also einen dreiteiligen Flug machen kann. Hier war Taschkent und das war jetzt unser Automatikflug. War auch nichts Interessantes zu sehen. Ich hatte auch einen Zeitraffer aktiviert und ja, fliege jetzt Moskau-Domodedowo an. Das befindet sich im Süden. Da ist er. Ja, das war mein Ziel und oder ist mein Ziel und da befinden wir uns jetzt im Anflug und da muss ich dann sehen, dass ich habe jetzt erstmal auf 10.000 Fuß eingestellt, Zeitraffer laufen, dann werde ich aber jetzt erstmal abschalten. Ich benutze hier ein Add-on. Ja, weil das immer nicht eindeutig ist. So. Ich benutze eine, das so, ja, Funk. Liste der nächsten Flugplätze. Uniform, Dora, Delta, Delta. Der ist hier noch nicht zu sehen. Uniform, Delta, Delta. W, Double Delta, oder? Nee, noch kein Empfang. Okay, dann nicht. Ja, hier sind auch ziemlich viele Flugplätze. So, 10.000 Fuß. Wir sind jetzt 70 nautische Meilen entfernt. Da können wir jetzt schon auch mal auf 5.000 Fuß runtergehen. Naja, müssen wir auch nicht. Wir können auch mal ein bisschen dichter ranfliegen. Mit Zeitraffer. Ja, vierfach, aber jetzt aufpassen, dass ich nicht zu schnell rankomme. Domodedowo hat zwei weit auseinanderliegende parallele Bahnen und ist 543 Fuß über Meeresspiegel. Und sehe ich hier schon irgendwas? So. Okay. So, wir sind nur noch 60 Meilen entfernt. Okay. So, nähere Flugplätze. UUDD ist nicht zu sehen. Oh, was habe ich jetzt gemacht? So, jetzt muss ich noch mal hier die Zeitraffer. Habe ich mich hier lege ich falsch? Nee, einfache Geschwindigkeit, das ist erstmal richtig.
So, habe ich eine. Ach so, zwei zurück. Aha. Entferntere Flugplätze. UUDD. Ja, das ist. Okay, müssen wir uns weiter nähern. So, ich fliege von Süden an. Wir haben Nord, also Wind aus Norden im Wesentlichen. Da werde ich wahrscheinlich eine Landebahnrichtung. So, mal gucken, was hat er denn für Bahnen? Domedovo hat zwei Bahnen. Runways, da. Ja, das ist immer der Karte. So, ILS Kategorie 3 hat er mit aha, der Landekurs. Dreihundertvierzehn Grad, okay. UUDD, da ist er, 4. Domedovo. Delta to Dovo Tower, LLA 2201, is 52 miles east, 10,000 feet, with Oscar to land. LLA 2201, Delta to Dovo Tower. QNH 29, decimal 98, 1035 at 5. Fly straight in runway tree 2 center. Fly straight in runway tree 2 center, LLA 2201. Okay, wir sinken und wir kriegen welche Bahn? Jetzt habe ich natürlich nicht auf den Funk gehört, weil ich mich mit dem Sinkflug beschäftigt habe. Die 32C, der hat auch eine mittlere Bahn. Na gut, wenn er es sagt. So, Kurs. So. So, wir sinken und drehen ein wenig nach Westen, damit wir dann manuell anfliegen können. Okay, so die 32C Charlie. So, die Turbine ist im Leerlauf. Aber das ist. So, naja, gut, wenn ich die Sinkrate verringere, wäre ich langsamer. So, von Moskau ist noch nicht viel zu sehen, weil ja Domedowo ziemlich weit im Süden ist und wir kommen aus dem Süden an. Also, Moskau werden wir uns das Stadtgebiet dann nach dem Start ansehen. Und dann werden wir nach Hannover durchfliegen. Und ich habe mir gerade überlegt, ich könnte auch nach Wunstorf anfliegen, weil ich habe da eine neue Szenerie. Dann wird das kein Hannover-Flug, sondern ein ja, Flug nach Wunstorf. Mit der TBM ist das ja auch kein Problem. So. So, wir haben jetzt die 4000 Fuß erreicht, was unsere Sollflughöhe ist. Wir haben noch 42 nautische Meilen, das ist ja für die Flughöhe zu wenig, aber also zu weit. Hier ist unsere Landerichtung.
Okay. So, wir werden langsamer. Ja, hier sind sehr, 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 sehr viele Flugplätze, wahrscheinlich auch natürlich militärische Flugplätze zum Schutz von Moskau. So, dann können wir noch mal kurz eine Zeitraffer einschalten, damit ihr euch nicht langweilt und ich. So, aufpassen, dass ich nicht zu langsam werde. So, die Gegend sieht natürlich schon wieder toll aus. Aber Flachland, ja. Das könnte jetzt auch in der Nähe hier in Niedersachsen sein. Zwischen Osnabrück und Hannover. So, jetzt muss ich gleich eindrehen auf meinen Landekurs. Das heißt, ich werde erstmal den Zeitraffer beenden. So, dann setze ich mich rein. So, guck noch mal hier. Kann schon mal den Maßstab wieder verändern. Das ist mein Landekurs. Hier bin ich. Das heißt, wir drehen jetzt auf. Den Flugplatz direkt. Und müssten eigentlich dann direkt ankommen. So, wir sind schon wieder viel. Wieso? Also die Airspeed-Anzeige, die gefällt mir gar nicht. Oder ist das hier? Also die springt hier extrem her. Ich muss mal. Ja, die Pitot-Heizung und das Stall-Warning-System ist beheizt. Also das sollte normal laufen. Ich habe hier unter 40% Triebwerksleistung und so schnell. Ja, jetzt werde ich ein bisschen langsamer wieder. So, und jetzt fliege ich eigentlich, bis ich in Sicht komme. Dann kann ich die 3000 Fuß abbauen. 3500 Fuß. So, wir sind wie weit entfernt? 22 nautische Meilen. Ja. Gut, dann kann ich auch noch ein bisschen beschleunigen. Da verkürzen wir jetzt die Geschwindigkeit. Ah, ich verstehe. Die 32C ist die 32R. Da gab es mal eine rechte Bahn. Und die wurde abgerissen und dadurch die ehemalige C ersetzt. Und ja, weiß ich nicht, mit den Umbenennen, das ist also nicht so gut, weil man dann ja sämtliche Karten und sowas anpassen müsste. Weiß nicht, ja. Weiß nicht, wie das in der Realität gehandhabt wird. So, wir nähern uns. So, dann kann ich mal wieder um 2000 Fuß sinken, damit wir, wenn wir dann in Sicht sind, wir sind jetzt 13 nautische Meilen entfernt. Okay. Okay, die Sinkrate ist gut.
Da ist er. Und auf der rechten soll ich landen. Sehr schön. So, dann können wir jetzt. So, dann schalte ich, deaktiviere ich den Autopiloten. Ne, erstmal die Klappen fahren. Das Fahrwerk. Und den Rest der Klappen. So. So, wir sinken weiter. So, was sagt mein Kursanzeige? Ja, durch den Wind, aufgrund des Windes, werden wir ein bisschen ja, nach weiter westlich ablage. Das heißt, wir kommen dann, sollten dann irgendwann gut reinkommen, dass ich eigentlich nur noch einkurven muss. Also der Wind bläst praktisch voll aus parallel zur Bahn. Ausrichtung im Gegenwind, und da ich noch schräg ausgerichtet bin, sollte ich also den Mittelpunkt wirklich vor der Landebahnschwelle schneiden. Das heißt, ich sollte dann einfach nur noch eindrehen müssen. Die Sinkrate ist, wieso ist die so hoch und wieso ändert die sich so? Habe ich meinen Autopilot deaktiviert? Ach so. Die Motorleistung reicht nicht, um die 2000 Fuß zu halten. Okay, alles gut. So, Wind. Nee, der Wind hat jetzt gedreht. Der kommt jetzt direkt aus Norden, also von der Seite. Er drückt mich ja nach links von der Bahn weg, aber ich kann jetzt ja. So, jetzt deaktiviere ich den Autopiloten, drehe ein und lande per Hand. Sehr schön. Fuß abnehmend, ja. Die rechte Bahn, die hier C heißt. Was mich zunächst verwirrt hatte, aber alles in Ordnung ist. Ich nehme also die richtige. Ich habe die richtige Bahn im Anflug, und ja, im Hintergrund ist dann Moskau, aber das ist jetzt nicht zu sehen. So, so eine Turbine, da ist natürlich die Lande, die Leistung immer nachläufig. Also wenn ich jetzt den Schubregler zurücknehme, dann dauert das eine Weile, ehe der Schub auch sich verändert. Aber ich kann jetzt die Geschwindigkeit verringern, indem ich die Sinkrate etwas verringere und die Motorleistung. Nur 25 Bilder pro Sekunde ist okay. Wir haben ja keine Hindernisse vor uns, kein Berg. Da können wir ruhig so einen Bogen, dass wir dann also sehr, also dass wir dann eher unterhalb des Gleitpfades sind, dass wir dann so ziemlich gerade mit geringer Sinkrate weiterfliegen können. Ja, mit dem Wind, das ist okay. Jetzt kommt er genau von der Seite, aber sehr schwach, 6 Knoten. Aber er schiebt tatsächlich. Ich muss ein bisschen gegenhalten.
So, Sinkrate ist okay. Höhe an der Stelle ist auch okay. So, jetzt können wir die Motorleistung wegnehmen, ausschweben und dann abfangen. Wir sinken jetzt mit 800 Fuß kurz über dem Boden, dann können wir die Geschwindigkeit wegnehmen, indem wir dann einfach abfangen. Wir dürfen nur nicht zu früh abfangen, weil dann haben wir keine Motorleistung, weil dann sackt er irgendwann durch. Gesprungen, aber das war jetzt, ja, keine Ahnung, ich war, also die Sinkrate war doch perfekt eigentlich. Ja, das kann ich sehr gerne tun. Ich verlasse die Bahn nach links. Ich rufe die Bodenkontrolle. Dazu sollte ich mal die Geschwindigkeit wieder verringern. Weil ich muss das ja per Hand abmachen. Ja. Einstellen Boden. Rollen zum Parkposition. Ja. Kriege ich keine Anweisungen? Okay, ich bin ja auch weit, weit, weit weg. So, ich muss. Ja! Jetzt, warum? Ja. So, wo ist General Aviation Bereich? Hat er mir ja nicht gesagt. Dann suche ich mir selber an. Dann gucke ich mal, ob irgendwo kleine Flugzeuge stehen. Was gibt's da? Ne, hier gibt's jetzt nicht mehr zu funken. Ah, hier, da ist wohl der GA-Bereich. Da kann ich mich wohl hinstellen, wo ich will. Ich kriege ja auch keine blauen Pfeile angezeigt. Da stelle ich mich dann ab und fertig ist der Lack. Hier ist kein Einweiser, den ich... Das sieht hier auch aus wie eine Parkbox. Ah ja. Ja, okay. So, ich zeige euch noch, wo wir sind. Und was wir geschafft haben. Hier bin ich gelandet. Hier hergerollt und den nächstbesten Parkplatz genommen. Das ist Domedovo. Hier ist er. So. Das kann ich mal wieder ausschalten, damit die Übersicht gewährt ist. Das ist jetzt Moskau-Staatsgebiet. Das heißt, wenn ich dann starte, fliege ich hier nach Norden. Dann Scheremetjewo ist hier irgendwo. Genau, hier ist Scheremetjewo. Das heißt, ich fliege dann also hier einfach über Moskau-Zentrum, Roten Platz, Scheremetjewo und dann direkt nach Hannover, beziehungsweise wahrscheinlich Munsdorf. So, noch gucken, was wir hier geschafft haben. Das ist ja unsere Strecke hier. Das war meine geplante Route, Autopilot. Dann bin ich hier Richtung Westen geflogen, um dann eben Domedovo zu erreichen. Das war dieses Manöver. Das ist die eigentliche Strecke von ursprünglich von Paro nach Hannover. Also wir haben da so das, ja, eher langweilig.
interessante Orte überflogen oder vorbeigeflogen. Hier Taschkent, da sind wir gestartet. Vorher waren wir natürlich im ersten Teil, sind wir hier geflogen von aus Bhutan, Paro, und ja, Nepal vorbei und das Himalaya-Gebirge gesehen, den Mount Everest. Und ja, das haben wir dann noch vor uns. Und das ist dann mit einer Tankfüllung zu schaffen. Hier haben wir natürlich eine sehr gute Strecke geschafft, weil ich erstens keine Spränzchen gemacht hatte, und zweitens, ja, auch die Windsituation günstig war. Und das werden wir jetzt auch mit einer Tankfüllung schaffen. Das heißt, mit dreimal auftanken, zweimal, also dreimal tanken, kommen wir von Bhutan, Paro nach Hannover. So, dann tschüss. Hallo und wieder herzlich willkommen im Flugsimulator. Und jetzt sind wir im dritten Teil. Ich war ja zuletzt in Taschkent gestartet, habe ja die Strecke überwunden, buchstäblich, weil die war dann auch sehr, ja, nicht wirklich aufregend und interessant. Bin in dumm, hab Moskau erreicht und aus Zeitgründen bin ich natürlich südlich von Moskau gelandet und habe jetzt zwar die Strecke geplant hier von Moskau Scheremetjewo, ich bin in Domodedowo gelandet, ne? Da stehe ich jetzt, habe aber jetzt die Route geplant hier von Scheremetjewo bis Hannover, das werde ich aber nicht schaffen, das sind 1000 nautische Meilen und meine daher TWM 930 schafft maximal 1500 Kilometer. Das sind hier knapp 2000, also 1800 Kilometer. Das werde ich nicht schaffen. Außerdem, ja, ist es für mich natürlich fliegerisch langweilig, diese Route zu fliegen. Ich werde also Minsk auf alle Fälle überfliegen und da einen Sinkflug gehen. Vielleicht mache ich dann auch eine Aufzeichnung und ja, werde wahrscheinlich in Warschau dann landen. Dann kann ich da nochmal eine Zwischenlandung machen und aufzeichnen und natürlich den Stadtüberflug machen. Genauso wie ich das nämlich jetzt geplant habe für hier, dass ich in Domodedowo starte, natürlich dann, so jetzt zoomen wir mal rein, haben wir hier die gesamte Stadt, die ja wunderschön, ja, zentral angeordnet ist, also von der Struktur her. Ich stehe schon auf der Startbahn, also starte in diese Richtung, fliege dann ja, die Straße entlang. Hier ist ein großer Verkehrskreisel, hier ist ja dann auch praktisch sozusagen der Stadtring. Und dann fliegen wir direkt über das Stadtzentrum hier, die Moskwa, kreuzen wir mehrfach das Stadtzentrum und dann fliegen wir Scheremetjewo an, um uns auch den Flugplatz eben anzusehen und das Stadtgebiet, was sich in dieser Gegend befindet, nördlich Moskau. Und dann, ja, werde ich die Aufzeichnung beenden, werde den Autopiloten aktivieren und dann erstmal fliegen bis Minsk und wahrscheinlich Warschau. So, das ist der Plan. Ich habe erstmal Echtwetter eingestellt, dass ja, müssen wir gucken, ob die Wolkenuntergrenze gut genug ist, um was wir sehen. Also jetzt bleiben wir eh niedrig. Und ja, werden wir entscheiden. Ich kann ja dann jederzeit umschalten auf künstliches, gutes Wetter. So, ich habe vollgetankt meine Maschine. 915 Kilogramm Treibstoff. Und ja, bin ja nur alleine hier drin. Und ihr wisst, dass ich das eh fliegerisch nicht so exakt mache, wie man das in einem richtigen Flugzeug tun sollte. Also ich löse einfach die Bremsen und gebe Vollgas. Was haben wir für Wind? 7 Knoten aus 300 Grad. Also fast von vorne. Oder ziemlich gut von vorne. Die Startbahn ist Gott sei Dank breit genug für meine Ruckelei hier, aber das ist eben, weil ich am Side-Stick, am Airbus Side-Stick drehen muss. So, wir rotieren und heben ab. Können das Fahrwerk schon einfahren. So, hier links befinden sich die Terminalgebäude. Also wir sind auf der östlichen Bahn. So, und dann können wir auch schon Power zurücknehmen und die Klappen einfahren. Wir sind schnell genug. So. Domodedowo Tower, LLA 220.
Ja, Richtung Norden, und wir erfreuen uns hier an dieser, an diesem interessanten Terminal-Darstellung. Auch die westliche Bahn ist gut zu sehen. Der Flugplatz sieht schick aus. Und ja, gut zu erreichen. Dieser Domodedowo Airport, der ist also dann für Flüge ja in Richtung Sibirien. So, jetzt muss ich mal die Nacht trimmen hier, da soll nicht weiter steigen. Wir wollen hier nicht weiter steigen. Ja, die Wolkenuntergrenze ist hier schon erreicht. So sieht der Airport aus, und ich finde, er sieht schick aus. Wir haben ja sehr gute Grafiksituation wieder. So, um die Straße zu erreichen, das ist die Straße, die mich nach Moskau führt. Und ja, weiter runter trimmen, dass wir nicht weiter steigen. Wir wollen unterhalb der, also ich will eh nicht höher steigen. Wir sind jetzt schon 2000 Fuß hoch, das ist ja auch viel zu hoch. Da wären wir dann vom Moskauer Stadtgebiet nicht, weil es gibt da, also Moskau ist ja wirklich sehr, sehr schön abgebildet. So, wir folgen weiter der Straße. Ich erinnere mich an frühere Flüge, da war dann schon, wenn ich dann das Stadtgebiet erreicht habe, hier diesen großen, riesigen Verkehrskreisel, ihr werdet sehen, was ich meine. Dann hat man in der Ferne schon die Lomonossow-Universität blinken sehen, buchstäblich. Das ist ja ein sehr, sehr hohes Gebäude, auch aus den 50er Jahren. Und ist also ein sehr imposantes Gebäude. Also Moskau ist, ja, Russland ist alles etwas größer. Ja. So, dann müssen wir ein bisschen Power wegnehmen, damit ich doch weiter sinke, damit ich hier nicht durch die Untergrenze fliege. Da hinten, ich glaube, das ist es schon. Die Lomonossow-Universität. Und wir nähern uns hier wirklich schon dem Stadtrand hier unten. Also das sind schon die ersten Gebäude. Ja, und da denke ich, gibt es schon Tolles zu genießen. Ja, die Untergrenze, die Moskauer Universität. Ja, das scheint eine Regenwolke zu sein. Ist nicht so schlimm. Wir haben also genug Sicht, ausreichend Sicht. Und damit können wir erstmal bei Echtwetter den Flug fortsetzen. Und ja, interessante Wolkenformationen. Das finde ich eben, deswegen fliege ich gerne bei Echtwetter. Erstens, weil mich das dann interessiert, wie das Wetter ist. Und zweitens, weil da wirklich die schönsten Wolken generiert werden. Ja, und mein Ziel ist ja Anflug auf die Lomonossow-Universität, die praktisch so westlich des Stadtzentrums ist. Das hier ist dieser, einer der vielen riesigen Verkehrsautobahnkreise, die es hier in Moskau gibt. Und ja, das ist doch schon bemerkenswert. Ja, riesige Wohngebiete.
So, und ja, das ist dann tatsächlich die Lomonossow-Universität. Das ist dann schon hier, das sind die Schleifen der Moskwa. Das sind hier zu sehen jetzt. Ja, und dann nutzen wir die Gelegenheit, uns mal ein bisschen umzusehen. Das sind jetzt erstmal so 0815 Häuser, aber ja, tatsächlich, das ist eben Moskau. Ja, Menschen müssen ja irgendwo untergebracht werden. Die müssen ja, also untergebracht, sie müssen da wohnen, und das sind eben sehr, sehr schöne, sehr moderne Wohnungen, weil die Wohnungsnot natürlich in Moskau auch sehr groß war, als es noch sozialistisch war. Jetzt ist die Situation schlimmer, aber jetzt interessiert sich keiner mehr dafür. So, natürlich die großzügigen Straßen. Ja, ich muss jetzt schon Scheremetjewo rufen. War Industriegebiet. Also das ist sehr, sehr schön abgebildet hier, was hier zu sehen ist. Ein ja, Autobahntunnel. Und ja, das erste Ziel ist hier wirklich eine sehr, sehr ein charakteristisches Gebäude. Die Moskwa hier, Eisenbahnlinien. Ich weiß nicht, ob durch die Updates inzwischen auch ja, der Kreml, der Rote Platz und so weiter, alles ein bisschen offensichtlicher abgebildet wurde, werde ich sehen. Aber hier kann man sich wirklich eine Vorstellung verschaffen, wie viele Menschen hier leben. Ich habe gar nicht geguckt, wie viele Einwohner, aber das sind also müssen so 7, 8 Millionen sein. So, ja, hier habe ich auch schon gestanden. Und das imposante Gebäude. Von hier unten sieht das natürlich imposanter aus. So, damit ich nicht dagegen fliege. Also ich war ein bisschen energischer Kurven. Das war jetzt richtig eng. So, und jetzt folgen wir mal dem Lauf der Moskwa. Ach nee, 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 gar nicht. Dann kommen wir nämlich nicht, doch nicht zum Kreml. Der muss in diese Richtung liegen. Ja, ein Fußballstadion. Keine Ahnung, welche Mannschaft hier spielt. Nein, das ist nicht die Vasiliuskathedrale. Oder? Oder doch, die steht hier direkt am Roten Platz, meines Wissens. Hier müsste der Kreml sein. Ja, und jetzt halte ich tatsächlich mal an, weil ich jetzt doch reinzoomen will, weil das ist jetzt doch zu interessant, als dass ich das einfach übergehen könnte. Wir sind hier. Hier haben wir die Lomonossow-Universität knapp verfehlt, buchstäblich. Und hier, meine ich, ist dann der Kreml. Aber hier ist nichts beschriftet. Der Rote Platz, Alexandra Sat. Ja. Der große Kreml.
Genau. Sehr schön. Also ja, wir sind genau da, wo ich dachte, wo wir sind, wie ich meine die Stadt in Erinnerung habe. Und dann ist das hier die Basiliuskathedrale, hier der Regierungssitz. Einfach schön. So, ich hatte hier noch Prospekt der Kosmonauten, ja, gehofft zu sehen. Aber ja, kann ich jetzt leider nicht mehr identifizieren. Oder war der dort? Ja, da muss ich da noch mal hinfliegen. Das ist, liegt sowieso in Flugrichtung, also da, wo ich sowieso hin muss. So, hier waren wir gerade gewesen. Hier ist dann eher so, dass das Industrie, Quatsch, dass das ja, Wirtschaftszentrum. Dadurch, dass eben Moskau eine wirklich so riesige Stadt ist, wirkt dieses Viertel irgendwie so ein bisschen rein, so künstlich reingepflanzt. Diese paar Skyscraper. So, dann muss ich jetzt mal wieder den Maßstab anpassen, die Powerplants hier. Auf alle Fälle Kühltürme. Denke ich mal, dass das dann natürlich der Energieversorgung der Stadt dient, dieses Kraftwerk. Oder einem Teil der Stadt. Ich glaube nicht, dass es hier nur ein Kraftwerk gibt, um Moskau zu versorgen. Aber es ist ja sehr imposant natürlich abgebildet. Ne? Immer mal einen Blick nach vorn richten und damit ich dann sehe, wo es lang geht und ja, nicht abstürze. Und immer wieder ragen dann doch ein paar Hochhäuser aus dem Häusermeer, die ja auch nicht wirklich klein sind hier. Das sind hier 14 Geschosse oder 20 Geschosse. Das sind also diese Wohnhäuser, die ich auch aus Berlin kenne. Und ja, die dienten dazu natürlich die Wohnungsnot eben zu ja, beheben. Und waren sehr moderne, oder sind ja auch noch, ja, jetzt sind sie schon ein paar Tage alt, aber sind immer noch sehr gut ausgestattete moderne Wohnungen.
Ein Straßenbahnhof hier. Ja, denke ich mal, das könnte so aussehen. Das, weil das ist nicht Eisenbahn, das sind die Kurven zu eng. Auch hier wieder ein Kraftwerk eben. Das, also diese Riesenstadt ja, mit Energie zu versorgen, ist natürlich auch eine Aufgabe. Allein der innerstädtische ja, Personenverkehr ist eine logistische Anforderung. Aber man hört eben ja über Moskau nicht solche ja, Geschichten, wie man sie aus Tokio oder sonst woher kennt, dass die verstopften Straßen oder auch Delhi oder so, wo Millionen Städte dann ja im Verkehrschaos ersticken, weil ja, in Moskau wurde von vornherein sehr viel großzügiger gebaut. Also jedenfalls habe ich so die Stadt in Erinnerung, da war alles etwas größer. Die Gehwege waren etwas größer, die Straßen etwas breiter, die Bahnhöfe. Es war schlicht und ergreifend alles eine Nummer größer. Und das zahlt sich dann eben aus. So eine Satellitenstadt. Und wir nähern uns dann dem Flugplatz Scheremetjewo. Werden den überfliegen und ja, hoffentlich bewundern können. Das Wetter ist ja toll. Ja, also hier an diesem Teil nördlich Moskau haben wir schönes Wetter. Und hier ist schon der Flugplatz. So, der hat auch drei Bahnen in 0924er Ausrichtung, L, C und R jeweils. Also zwei südliche und eine ja, nördliche. Das heißt, insgesamt zwei können parallel gleichzeitig benutzt werden. Und die südliche ist praktisch sozusagen zwei Bahnen, die dann alternativ verwendet werden können. Scheremetjewo ist dann eben auch der größere oder der größte Moskauer Flugplatz. Und sieht gar nicht so aus, wenn man die Terminalgebäude ansieht, aber das ja, sieht eigentlich nur so aus. Hier in der Mitte gibt es Terminals, einen riesen Tower hier, die Aprons, dann hier eben die kleinen Flugzeuge, also GA-Bereich. Also hier passen schon eine Menge Flugzeuge her. Und hier hinten kommt dann die Südbahn, die durch einen ziemlich langen Taxiway erreichbar ist. Also wer hier startet, landet, der ja, muss eine Weile rollen. So, das war's. Ich zeige euch jetzt nochmal hier die Karte. Also wir waren beim letzten Flug, waren wir hier angekommen. Oh, jetzt muss ich doch mal anhalten, dass den Flug, damit ich hier, wenn ich die Karte zeige, nicht abstürze. Das wäre doof. So, wir sind jetzt hier gestartet. Genau hier. Haben Moskau Südrand angeflogen, haben hier das Stadtgebiet, hier die Lomonossow-Universität, hier das Stadtzentrum und sind dann hier, haben uns die nördlichen Stadtgebiete angeguckt. Hier der Flugplatz Scheremetjewo, wo hier meine Route jetzt einprogrammiert ist oder als Programm dargestellt ist. So, und ich werde aber dann Moskau anfliegen müssen.
Minsk und dann, ja, wenn der Überflug interessant ist, also werde ich dann auch nochmal sinken. Ich werde jetzt auf Reiseflughöhe gehen, dann werde ich sinken und ja, werde mich dann entscheiden, wie es weitergeht. Dann nehme ich, zeichne ich das auf und ja, dann werde ich das hier noch anschneiden. Ansonsten wird es erst wieder Hannover Anflug was geben. So. Und da will ich mich mit den Bildern verabschieden. Und ja, in den Steigflug gehen. Aber das zeige ich, das mache ich dann noch. Ach Quatsch, falsche Richtung gedreht. Natürlich, nach links drehen ist runter. Hm? So, Autopilot, Alt, Vertical Speed oder können wir Flight Level Change machen. Und FMS. Erstmal Heading einstellen. Und dann weiter steigen. So. So, 30.000 Fuß, das kann die TBM und dann sind wir auf der sicheren Seite. Hier verabschieden wir uns noch, sehen wir uns noch mal schön praktisch die Satellitenstadt Moskau an. Ich habe jetzt nicht geguckt auf der Karte, der Maßstab ist zu groß, wie die heißt. Und ja, wir haben schon, ja, hier sollten wir dann über den Wolken sein, die Wolken. Obergrenze ist hier, ich meine, ich 5.000, 6.000 Fuß. So, 30.000 Fuß ist eingestellt, Geschwindigkeit ist gut, da müssen wir ein bisschen mehr Power geben, haben wir ja auch, wir haben ja noch genug Leistungsreserven, deswegen hat er auch nicht bei Flight Level Change reagiert, das können wir aber jetzt einschalten und ja, dann hält er die Geschwindigkeit und steigt kräftig. So, wir fliegen ja IFR, wir können also in die Wolken jetzt eintauchen. Ja, wir fliegen natürlich nicht IFR, aber ich tue so, als dürften wir das. So, wundervoll, toll. Also die Wolken sehen super aus und mit den Bildern verlassen wir Moskau. Bis gleich.